Hallo und willkommen zurück zu God of War. Hier haben wir aufgehört und hier machen wir natürlich weiter. Da ist ein schönes Leuchtding, mit dem ich wahrscheinlich interagieren muss oder draufhauen. Das klappt beides. Ah, da war ein E. Und jetzt E ganz fest drücken, beziehungsweise ganz oft. Ja, ich kann auch ab und zu mein Hirn nutzen. Zwar nicht mein eigenes, sondern das der Spieleentwickler, aber immerhin. Das ist wunderbar. Da gibt's Laserstrahlen. Ich frage mich, was passiert, wenn man sich da reinstellt. Nix. Schade eigentlich. So, haben wir hier eigentlich alles gelootet? Ich glaube nicht. Hier ist doch auch noch was. Ah. Was bist du denn? Kriegsbeute. Artefaktset. Okay. Da kommt man nicht hoch. Na gut, dann eben auf dem anderen Weg. Irgendwie werden wir schon wieder nach oben schaffen. So. Ja, das könnte ein guter Fahrstuhl sein. Und euch Kameraden kann ich hier noch nicht auf die Fresse hauen. Das ist aber schade. Naja, vielleicht bringt das Teil uns ja nicht nach oben, sondern befreit die anderen Biester einfach. Wir probieren's. Nö, es geht nach oben. Ist aber ein schöner Fahrstuhl hier. Sehr aufwendig. Es fehlt nur ein bisschen die passende Musik dazu. Hätte ich mehr Kaffee getrunken, würde ich euch jetzt ein Liedchen trillern. So ab 13 Tassen muss die Energie irgendwo raus. Na gut, wir sind da. Kommen wir eigentlich nochmal zurück. Da war ja auch so eine tolle Truhe, wo wir noch ein Runensymbol übersehen haben. Ja, ich glaube zuerst nicht. Jetzt mach's doch erstmal eine Weile, bevor du sagst, du wirst dich dann nie dran gewöhnen. Die Tür, da ist kein Schlitz. Oh, das ist schlecht. Dann ist es eine männliche Tür. Ja? Willst du mir deinen Schlitz zeigen? Diese Türen öffnen sich nicht. Hallo? Verstehe ich nicht. Wozu dann die Tür? Verstehe ich auch nicht. Ist ziemlich schlecht, der Eigenschaft von der Tür, dass die sich nicht öffnen lässt. Oh, da ist ein R. In der Nähe muss eine Nordentruhe sein. Oh, das klingt danach. Beziehungsweise, da hinten ist er. So, gelernt haben wir ja auch, wie die Dinger sich beseitigen lassen. Jetzt müssen wir es irgendwie nur noch umsetzen. Alle auf einmal treffen. Das ist so die gute Strategie. Komm schon. Ja. Das hat doch geklappt. So, war hier die Reihenfolge wichtig? Probieren wir. Ja. Gut. Reihenfolge, Bogen. Da ist der Bogen. Eine Glocke. Ein R. Ein N. Sehr schön. Dann hoffentlich ist was Gutes drin. Komm schon, Apfel. Ich brauche mehr Gesundheit. Das sieht nicht nach Apfel aus. Horn mit Blutmet. Mal wieder. Na gut. Hilft ja alles nichts. Wär mal halt zorniger. Aber unsere Gesundheit verbessert sich nicht. So. Da kommen wir nicht rein. Oh, das sieht hier. Ah, da liegt Gesundheit. Einfach am Wegesrand. Und ein Händler. Wir haben was gefunden. Oh, wirklich? Hier lang. Hey, Sindri. Siehst du dir das mal an? Ehrlich? Ich habe im Moment sowieso nichts zu tun. Na gut. Oh, ihr habt einen Vergessenen getötet? Ja. Was? Schwierig? Ja. Nein. Ist das alles, was ich bekomme? Ja. Ich mag Kratos. Sympathischer Typ. Gut, können wir irgendwas verbessern? Kaufen, verkaufen. Ah, wir können mal hier Zeug verkaufen. Geheimschulterwickel, die können weg. Wie verkaufe ich was mit H? Ungewöhnliche Taste, ich bleib dabei. Das Geheimnis einer jeden Kunst liegt in den Details. Weg damit. Meister Atreus. Ja, Atreus behält alles. Oder lohnt es sich hier gar nicht, sowas zu verkaufen?
Armrüstung, Runen, Unterarmschienen. Was haben wir denn eigentlich an? Ich glaube, Kratos könnte auch einfach nur nackt kämpfen. Glaub nicht, dass die Rüstung so viel ausmacht. Gewebter Schulterschutz der Verbannung. Abwehr 3, Stärke 8, Abwehr 4, Glück 4, Todesschwur, Schulterschutz oder Wildschweinhaut, Schulterschutz. Da ist die Stärke zumindest auf 14, aber wir haben kein Glück mehr. Ich glaube, dann lass mal den Todesschwur-Ding noch an. Runen, Unterarm, Schien ausgerüstet sind Todesschwur, auch mit Glück. Da haben wir einen Runenplatz. Symbol der Wahrheit. Ein Zauber der Stärke und Runenkraft um 3 erhöht. Oh. Und Vitalität 4, das klingt doch gut. Zersplittertes Herz von Alfheim. Rein da. Bisschen mehr Gesundheit kann nicht schaden. Und unser Rock, auch der Todesschwurgürtel. Ja, der polierte Gürtel der Verbannung. Könnte man eigentlich auch verkaufen. So. Stimmt, hier ist Glück der Zeiten dran, Glück 12 und Abwehr 2. Mehr braucht man nicht, dann kann man irgendwas bei der Waffe machen. Njords Sturm, Q plus links gedrückt halten, ein schnell rotierender Nahkampfangriff, der umstehende Gegner erfasst und erheblichen Schaden verursacht. Oder Angriff des Weißen Bären, ein schneller Sturmangriff, sturmartiger Sprintangriff mit einem nachfolgenden Schlag. Kratos ist während des Sprints geschützt. Da sehen wir auch im Video, wie das funktioniert. Das ist doch auch nicht so schlecht. Machen wir mal das. Okay, obwohl Njord Sturm auch ganz gut klingt. Ah, wir versuchen es mit Njords Sturm. Na gut, was haben wir hier noch? Ivaldes Amboss. Okay, das war die Rune. Und hier haben wir einen austarierten Kriegsgriff oder einen hölzernen Griff. Gut. Dann nochmal kurz auf die Fähigkeiten schauen, die kosten ja XP-Punkte. Halten Sie beim Zielen links gedrückt, um 3 Zielpunkte an einem Gegner oder 3 verschiedenen Gegnern anzuvisieren. Ah, das ist praktisch, hilft vielleicht auch für diese Sachen auf einmal treffen müssen. Mit H freischalten auf jeden Fall. Drücken Sie eher während dem Aufleuchten nach einem Präzisionsachswurf, Schwachpunkte und Kopftreffer, Leviathanachs, bla bla bla, zurückrufen. Boah, warum nicht? XP haben wir gerade genug. Und hier die Präzisionsachswurf-Kombo verursacht nun eine große Explosion beim Aufprall. Das klingt doch auch wunderbar. Dann können wir noch unseren Jungen verbessern. Er erhöht Pfeilschaden und Nahkampfschaden. Schön, und das auch noch relativ billig. Erhöht die Feuerrate des Klauenbogens. Her damit. So, mehr kann ich, glaube ich, nicht machen bei seinem Bogen. Hier im Ragekampf kann ich noch ein bisschen was freischalten. Gewaltigen Schwingerangriff. Ich glaube, so nenne ich die Episode. Lustiges Wort. Okay, Schildkampf kann man auch noch ein bisschen was machen, aber gehen wir vielleicht eher auf Nahkampf. Halten Sie links gedrückt, um einen Axtangriff auszuführen, der Gegner mehrmals trifft und sie bewegungsunfähig macht. Ja, damit. Und was ist hier rechts? Ein schwerer Angriff, der als Abschluss nach einer Kombo aus leichten Angriffen ausgeführt wird. Drücken Sie zum Ausführen links, 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 rechts. Ja, mal sehen, ob ich das schaffe. So, XP haben wir noch 1000. Führen Sie Angriffe schnell nacheinander aus, ohne Schaden zu nehmen, um die Leviathan-Axt aufzuladen. Bei jedem Treffer wird Frostschaden verursacht. Gut, dann sind wir am Ende unserer XP. Dann können wir vielleicht noch irgendwas Besseres kaufen. Schulterrüstung der Vergessenen. Wieso kann ich mir die nicht leisten? Ach, die braucht ein vergessenes Herz. Beziehungsweise die braucht 3 davon. Das ist natürlich Pech. Aber hier diese Wicken-Waffenrock mit Abwehr 17, Vitalität 4, das ist doch auch nicht verkehrt. Und 8000 kostet das Ding nur. Da geht unser Glück aber ein bisschen drauf. Egal, stellen wir das mal her. Braucht ja nur Hacksilber. Na, besser haben als nicht haben. So einmal ausgerüstet. Dann Armrüstung. Na gut, dann her mit den wiegten Armschienen. Solange wir uns was leisten können. Ich sehe gut aus. Auch ausrüsten. Und dann noch unseren Rock. Hüftrüstung meine ich natürlich. 6000, auch Abwehr und Vitalität. Könnte man vielleicht brauchen. Nein, war nur so ein
keine Frage. Alles gut. Axtknauf, okay, ich habe eh kaum noch Geld. Immer Hände waschen. Ja, ja. Ich wasche immer die Hände. Fast immer. So. Nach Nummer 2 jedes Mal. Also das muss sein. Nach Nummer 1 kommt auf die Stimmung drauf an. So. Rein hier. Hey, schon wieder so ein Gehörnter. Hey, bleib stehen. Oh. Das ist immer noch der eine, der zu viel Angst hat, sich mir entgegenzusetzen. Und lieber seine schwachen Lakaien ruft. Ja, hau ihn doch. So, wie visiere ich jetzt Gegner an? Au. Also das Kampfsystem muss ich noch lernen. Ja, es wird noch ein paar Folgen geben. Es kann nur besser werden. Okay, arg viel schlechter kann es tatsächlich nicht werden. Block doch mal. Ja! Weg mit dir! Ja. Deswegen ist es auch eine Spaltaxt. Also eine weibliche Axt. Komm schon. Dann schieß! Bist du tot? Du bist immer noch nicht tot. Jetzt bist du tot. Atriusch! Gib ihm aufs Maul! So ist gut. Oh. Nee, hast du gut gemacht. Was? Das war nicht effizient? Doch, das war effizient. Ich habe einen guten Sohn. Egal, was Kratos hier sagt. So, da oben ist ein Ding. Das ist eine gute Frage. Ach, da sind mehrere Dinger. Mir wird doch gesagt, ich soll irgendwie Zeug anvisieren können. Bis zu 3 Sachen. Dankeschön, Atreus. Ist wie mein kleiner Cheerleader hier. Komm schon. Papa braucht neues Hacksilber. Hat sich gerade eine neue Garnitur gekauft. Okay, nur Svartalfheim-Stahl. Und auch noch weichen. Weiß nicht, warum weicher Stahl wichtig ist. Flugteile. Oh, die haben sehr wenig Leben. Ah, so kann ich die Gegner anvisieren. Links gedrückt halten. Das hat bei den Ranken dann nicht funktioniert. Ich kann es nicht leiden, von hinten angegriffen zu werden. Das ist sowas von heimtückisch. Pass doch auf. Oh, dem haben wir seinen Flügel abgenommen. Ich brauche mal wieder Gesundheit. Au. Rage-Modus. Alles gut, mein Junge. Das kriegen wir schon hin. Da ist Gesundheit. Pass doch auf. Das war aber ein verschwendeter Rage-Modus. Hätte ich, glaube auch abbrechen können. Aber wir sind bei annähernd voller Gesundheit. Das ist doch auch schön. Und 9 Hacksilber gibt's on top. Wow, das ist mal beeindruckend. Es ist nicht unbeeindruckend. Da muss ich dir recht geben. Oh, hier ist noch eine Kiste. Wie entschlonz ich die denn? Atreus, ich brauche Hilfe. Muss ich hier irgendwo hin? Hallo? Ich will doch nur an deren Inhalt. Die Kiste könnt ihr ja behalten. Okay, hier geht's, glaub, rüber. Vielleicht kann ich es von der anderen Seite machen. Na, da ist zumindest so ein Ding. Ah, da ist noch ein Ding. Ja, ja, ist hier gut. Ah, schade, dass die nicht auch solche Punkte haben. Wären die Rätsel vielleicht so einfach? Na komm schon, ich treff doch. Ja, jetzt habe ich... Jetzt hat's gegolten. Gut. Zurück und an den Loot. Na, war zumindest das Richtige, was ich da gemacht habe. Komm schon. Da leuchtet das was grün. Runen-Kriegsgürtel. Im Menü anzeigen. Runen 12, Abwehr 10. Na gut.
braucht man gerade nicht. Im Moment braucht man das nicht. Hui. So. Können wir hier was machen? Nö. Dann einfach mal hochklettern. Und weiterklettern. Komm mal, Triusch. Ach, das ist so cool. Vater und Sohn Klettertour. Das gefällt mir. Und ein riesiger Schraubenschlüssel. Direkt in die Wand eingearbeitet. Da, das Licht. Sie haben es mit dem Zeug bedient. Aber wozu denn? Weiß ich nicht. Um's Licht zu verdecken, nehme ich mal an. Noch ein Licht, Alt. Was macht er? Kämpfen. Ohne Waffen. Sie hat nichts getan. Urteile nicht vorschnell. Du siehst das Ende eines Krieges, Junge. Du kennst den Hintergrund für diese Tat nicht. Er hat sich nicht mal verteidigt. Das war seine Wahl. Wir treffen unsere. Okay, das ist ein Punkt. Das muss ich ja Kratos geben. Wir wissen ja nicht, worum es geht. Aber generell Lichttypen auszuschalten ist nie eine gute Sache. Oh, ich krieg aus Maul. Ich krieg sowas von aus Maul. Atreus, du musst es machen. Papa ist gleich tot. Papa geht hier nicht gut. Ich wollte euch doch nicht anvisieren. Muss mal ein bisschen mehr ausweichen. Ja, ist ja gut. Au. Hier explodiert ja alles. Weg mit euch. Weg mit mir. Liegt hier irgendwo was? Atreus, du schaffst es schon. So, jetzt aber. Ja, ich weich ja schon aus. Schön hier geblieben. Oh, ich habe Caps gedrückt. Gesundheit. Dankeschön, Spiel. Ja. Wieso sind alle hinter mir? Ich mag Gegner, die vor mir sind. Dann mach ihn mal fertig, Atreus, wenn du bereit bist. Und tschüss. Oh, schön. Au, das war meine gute Seite. Weg mit dir. Das Licht ist nahe. Suche einen Weg hinein. Nein, da liegt Helf im Ding drin. Ah, konnte ich aufsammeln. Dann wollen wir mal näher zum Licht. Ach, wieder diese Teile. Weg, weg, weg. Weg mit dir. Okay. Und dann wieder Schockfrosten. Ach, ich mach das richtig gut. Ich wünschte, ich könnte Gegner ein bisschen besser einfrieren. Dann zerbersten die auch so schön. Das hat geholfen. Da, mehr Lichtbrücken. Na wunderbar. Vor Lichtbrücken soll man sich nicht drücken. Oh, wieder so Flugteile. Ach, ich liebe diesen Skill. Ja, komm schon. Ich bin nur nicht gut darin, ihn im Moment einzusetzen. Ah, das wird schon. Ich kann nicht mehr. Alles gut, Papa hat's im Griff. Papa hat doch alles im Griff. Komm schon. Ja. Hey, wie hast du das überlebt? Finde ich uncool. Eins, zwei, drei und schwerer Angriff. Nein. Sehr gut. Tschüss. Die Dinger haben doch Flügel. Wieso verwenden die die nicht? Oh, oh. Das hat an der Gesundheit gezehrt. Das hat doch so an der Gesundheit gezehrt. Ja, ja. Einfrieren, da bin ich schon ein echter Profi geworden. Zumindest von diesem komischen Tentakelzeug. Was nicht wirklich Tentakelzeug ist. Alfheim-Zeug halt. Dunkelelfenzeug. So, irgendwas hier zum Aufsammeln? Nee. Die Leichen sollten mal mehr fallen lassen. Und wenn's nur Hacksilber ist.
Jo. Und was nun? Interagieren. So wird das nix. Muss ich die wieder zu... Wie soll ich die denn... zusammen treffen? Hallo? Ah, zumindest hier gibt's einen Dreier gespannt. Okay. Wunderbar. Dann... Nee. Okay, ich würde sagen, das ist dann noch eins. Sehr schön. Und dann müssten das ja die letzten drei sein. Ja, ich habe mal was gut gemacht. Oh, ein Gesicht. Willst du noch einen Schmatzer auf die Backe? Mua. Kratos ist so süß. Ab und zu kann er süß sein. So, dann wollen wir mal weitergehen. Ich glaube nicht, dass wir hier sein sollten. Sei still. Wieso sollten wir hier nicht sein? Wir helfen doch. Zumindest uns. Oh, das sieht schon cool aus hier. Hast du gehört? Nein. Sei wachsam und bleib bei mir. Ach, wir müssen nicht über den Stamm laufen. Na gut. Sag mal, wenn wir es zum Licht schaffen, wie kriegen wir es dann in den Bifrost? Das sieh mal dann. Sollen reingehen. Hat sie? Als sie aus dieser Welt gerissen wurde. Oh, habe ich das verpasst? Ihr war ihre Sicherheit wichtiger als unser Ziel. Was bist du denn? Ich hab ihn. Dein Messer, Junge. Oh, danke, Junge. Ich wünsche mir, wenn ich mal ein Kind habe, dass es auch so vielseitig einsetzbar ist und meine Feinde tötet. Das war knapp. Ja, bist ein guter Junge. Ich glaube, Kratos sagt es zu wenig. Haben so schlunzige Höhlen an sich. Oh, nicht schon. Zurück. Was bist du denn für ein Vieh? Und wieso darf ich mich selbst kämpfen? Oh. Nein! Ein Glück bin ich so stark. Ich kann Kontinente bewegen. Ja, wir sind fast am Ziel. Aber wir müssen aufpassen. Alter, sind das viele Feinde an den Stämmen. Ich nehme mal an, dass es Feinde sind. Irgendwie ist ja jeder ein Feind von uns. Bis auf zwei Zwerge. Und eine Waldhexe. Da, wenn es fällt, sei bereit. Wir müssen schnell sein. Ich bräuchte noch ein bisschen Gesundheit. Komm schon. Frier ein. Und dann hoffen wir mal, dass alles gut klappt für uns. Dass alles gut geht. Spring, Junge! Ach, die sind aufmerksam geworden auf uns, die Feinde. Das ist nicht gut. Da sind sie. Bleib hinter mir und schütze unsere Flanke. Jawohl. So, wir sind definitiv am Arsch. Dafür habe ich schöne Ruhm. Komm schon. Mach's dir platt. Ich brauche noch ein bisschen was für einen Rage-Modus. Au. Au. Ich weich doch aus, das sind wirklich viele. Au. Komm schon. Du musst mehr blocken. Das klingt doch gut. Au. Komm schon, Rage-Modus. Ah, zumindest machen die gerade nicht so viel Schaden. Ja! Komm schon! Verkürze die Zeit zwischen deinen Schüssen! Rage! Es sind viele Ziele! Schieß nicht vorbei! Ja, das ist generell ein guter Rat, nicht vorbeizuschießen. Oder hab einfach so einen geilen Rage-Modus wie ich. Oh. Ja! Ja!
Tschüssi. Waren das alle? Mensch, bin ich gut. Dann schnell. Weg mit dir. Mach doch was, Spiel. Ich drück doch eh. Ah, wunderbar. Krieg mal jetzt nochmal aufs Maul. Oh, mein Rücken. Oh, und das in seinem Alter. Nein, schütz doch deinen Jungen vor den Stein. Okay, sich wegdrehen geht natürlich auch. Bist du verletzt? Nein. Wow, es ist wunderschön. Ja, es ist ein Lichtstrahl. So, wie kriege ich mein Beefröst jetzt wieder heil? Es lässt den ganzen Tempel erscheinen. Es ist die Quelle von allem. Ja, das ist doch wunderbar, oder nicht? Hey, es singt. Ich höre nichts. Ich höre sie. Ich hab's dir doch gesagt. Ist sie denn da drin? Ah. Vorsicht, heiß. Das hat wehgetan. Als würde meine Hand brennen. Hast du es ja auch in ein Lichtschwert gesteckt. Jo, und nu was? Bleib hier. Aber ich bleib will... hier. Das ist meine Ansage. Ich bin nicht gut zu dem Kind. Hätte ich ihm auch vernünftig beibringen können, dass es gefährlich ist. Du gibst mir deine Axt? Ich lass dich meine Axt halten. Ich glaub kaum, dass der Kleine damit was anfangen kann. Trotzdem. Autschi. Autsch. Ah, ich muss eh drücken. Au. Ich würde sagen, das ist ziemlich unangenehm. Hey, wieso ist jetzt alles schwarz-weiß? Also, fast schwarz-weiß. Was ist das? Nein, mein Loot. Nein. Faye. Wieso ist mein Loot vor mir? Her mit dem Säckchen. Nein. Du hast mich allein gelassen. Atreus? Allein mit ihm. Oh oh. Ich glaube, er meint mich. Boah, nett hier. Viel Lensflares. Wie ist er hier? Er will mich nicht und wird es nie tun. So ist recht, Junge. Schön über deinen Vater auskotzen. Das gibt ein Nachspiel, sobald wir hier wieder rauskommen. Hau ich ihn mit meiner Axt? Mach jetzt Schluss. Er kennt mich nicht. Er will es gar nicht. Ich bin stark. Ich bin schlau. Ich bin nicht das, wofür er mich hält. Ich bin nicht dumm. Hab nie unterschätzt, dass er, schlau ist. Bringt mir nichts bei. Er hätte es sein sollen. Hörst du mich? Hey, hat er mir den Tod gewünscht? Kann ich bis hin verstehen. So, gibt's hier noch irgendwie Loot in dieser düsteren Schattenwelt? Anscheinend nicht. Zumindest nicht in der Ecke da. Dann wollen wir mal den offensichtlichen Pfad nehmen. Ich hab ihn doch lieb. Ich wünschte, er wäre besser zu mir. Er kann ja. Es doch sein. Ist im Rahmen meiner Möglichkeiten, aber ich habe so viel zu tun, Atreus. Meine Karriere und das ganze Göttertöten. Wenn er's versucht, dann ich auch. Aber wenn nicht, bitte komm zurück. Wieso lässt das so hier über mich ab? Atreus, nicht nett. Ich habe auch Gefühle, und zwar Wut und Zorn. Und jetzt bin ich wütend und zornig. Ich glaube, da summt tatsächlich meine Frau. Der wird es gar nicht gefallen, wie ich ihren Sohn behandle. Faye. Komm zurück! Nein! Nein! Was hast du getan? Warum hast du das gemacht?
Ich musste es tun. Du warst gefangen. Ich habe gewartet und gewartet, aber du kamst nicht zurück. Also zog ich dich raus. Junge, ich war nur einen Moment. Oh. Oh. Fort. Nein! Du warst sehr, sehr lange fort. Wie lang? Ich musste nicht weiter. Du hast mich verlassen. Mal wieder. Bin ich dir egal? Ich. Das ist unmöglich. Wir sollten Entschuldigung, gehen, bevor Junge. Wir zurückkommen. Ich hoffe, du hast, was du brauchst. Bin ich mir nicht sicher. Mein Bifrost leuchtet noch nicht so schön. Ja. Du hast hier aber eine schöne Sammlung an Leichen hinterlassen. Aber das ist kein Licht für eine Brücke. Wir sitzen fest und die Bogensinne der Hexe ist nutzlos. Ja, wir probieren es trotzdem. Hast du deinen Bogen schon ins Licht getaucht? Junge, dein Bogen. Halt ihn hoch. Ah. Völlig aufgeladen. Lichtpfeile. Sie haben Lichtpfeile erhalten. Schießen Sie auf Lichtkristalle, um diesen Alfheim Licht zu verleihen. Sie haben... Wie? Auf mein Zeichen schießt du den Pfeil in den Stein. Klappt. Jetzt können wir uns häufig antreten. Komm. Sehr guter Junge. Ich hab leider gerade weggedrückt, wie man Pfeile wechselt. Ah, das ist bestimmt nicht so wichtig. Da vorne ist ein Lichtkristall. Er liegt einfach da. Vielleicht hilft er uns, diesen blöden Ort zu verlassen. Wer weiß das schon? Und was bist du hier? Merkwürdig. Sehr, sehr... Ah, eine Truhe. Hoch mit dir, Kratos. Bist zwar ein alter Mann, aber wir müssen looten. Nein, wie kommen wir denn da hin? Ich glaube, ich habe keine Ahnung. Und hiermit kann ich nicht interagieren. Da wird dann doch nicht einfach ein Lichtpfeil reinschießen müssen. Oder da oben hin? Nee, sieht nicht so aus. Wo hast du denn deinen Lichtkristall gesehen? Hä, Junge? Da oben ist auf jeden Fall auch einer. Mein Pfeil kann das ganze Zeug nicht durchdringen. Entschuldigung. Und vielleicht hier? Wieso klappt das nicht? Mist. Ich hätte aufpassen sollen. Na egal, so schwer kann das nicht sein. Ah, hier liegt ja einer. Danke, Atreus. Du hast ja gesagt, da liegt einer rum. Den muss ich bestimmt nur einsetzen und dann klappt alles, was wir uns hier vorgestellt haben. Ja, ist ja gut. So, dann dürfen wir nochmal rauf. Das geht aber auf die Gelenke, die Episode. Komm schon. So viel Hacksilber, wie ich tragen kann. Und zersplittertes Herz von... Reduziert Schaden durch deren Angriffe. Na gut. Na, die Steuer... Nö, hat sich einbekommen. Hat sich einbekommen. So, das Teil nehme ich mit. Als kleines Souvenir von diesem schönen Ort hier. Ja, stöpseln wir es einfach mal in den USB-Port und schauen, was geht. Rein mit dir. Ah, nochmal klettern. Oh je, oh je. Würde ich das machen, wäre ich komplett aus der Puste. Ich bin ja auch fett. Axt. War das alles? Nee, da hinten ist noch eins. Ja! Und hinter mir sind Feinde. Drei auf einmal. Sehr schön. Und was ist hier drin? Sieht ja auch nach einer fancy Truhe aus. Ah, 800 Hacksilber. Mehr nicht.
Na gut, dann ist es eben so. So. Ach, guter Junge. Au. Ja, halt Maul. Wieso ist hinter mir schon wieder einer? Au. Schön draufhauen. Ja. Tschüss. Hoffentlich hat der keinen guten Loot dabei gehabt. Hier liegt noch ein bisschen Gesundheit. Was müssen wir hier machen? Keine Ahnung. Achso, hier ist ein Ding. Gibt es da noch mehr Dinger? Ja. Ich hab's gefunden. Endlich! Jetzt kann ich den Kristall zum Leuchten bringen. Ja, dann mach mal. Machen wir uns auf den Weg zurück nach oben. Dann mache ich dort die ganze Zeit. Das ist alles, was ich hier tue. So, nach oben, nach oben, nach oben. Gibt es da eine Anleitung? Ah, eine Ritze in der Wand. Dachte, ich müsste irgendwie komisch zurücklaufen. Okay, einfach Space zum Springen. Ja, ja. Regt euch nicht auf. Her mit deinem Speer. Und leiste keine Gegenwehr. So, der ist tot. Bam, 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 bam. Ich mag's, mit nackten Händen zu kämpfen. Manchmal. Manchmal auch nicht. So. Dich mache ich auch nochmal platt. Bisschen nur auf Stufe 2. Oh. So geht's also auch. Kann ich nochmal ins Licht? Ich will zurück zu Faye. Anscheinend nicht. Okay. Der kennt den richtigen Weg. Ich wäre beinahe... Soll ich nicht da links hin? Nee, die war ja schon da. Oder ist hier neuer Loot? Man kann nie sicher genug sein. Lieber nochmal nachsehen. Nee, da sind wir definitiv runtergesprungen. Das wäre albern, uns dahin zu bewegen. So. Atreus, wie wechsle ich deine Pfeile? Das finde ich auf jeden Fall bis zum nächsten Mal raus. Oder beim nächsten Mal, wenn ich vergesse, danach zu googeln. Oder es einfach auszuprobieren. Wenn es überhaupt geht. Ich schätze mal, es sollte gehen. Oh. Oh. Noch so ein Schreihals. Kannst du mal stehen bleiben? Das nervt. Ja, also. Und du kriegst auch noch mal einen auf die Fresse. Habt ihr mich beide verärgert. Und tschüssi. So, wo ist der andere? Atreus? Mach ihn doch einfach fertig. So. Komm schon, dich hat die Axt dreimal getroffen. Na gut. Atreus hat dich erledigt. Soll mir recht sein. Dann her mit dem schönen Inhalt. Oh, nimm doch das schöne rostige Schwert da. Leichter Runenangriff. Na gut. Der sah relativ normal aus und gar nicht legendär. Nein, eine Lichtwand. Ich dachte, da könnte man einfach durch. Achso. Muss ich das irgendwie... Ah! Ich dachte mir schon irgendwie, irgendwo muss es doch gehen. Und hier muss wieder ein Kristall rein. Den wir gerade abgeschossen haben. So. Schieß mal drauf. Und jetzt kann ich vorlesen. Papa kann nicht lesen.
Ja, der braucht ein bisschen zum Übersetzen. Nein. Hast gelesen? Okay, neues Wissen hinzugefügt. Ich glaube, der hat sich notiert. Oh, sieh nur, die blaue Tür, die keine Tür ist. Und eine Sandschale. Aber wie soll ich denn da rankommen? Weiß ich nicht, aber ich glaube, wir brauchen dieses Ding. Komm, raus damit. Ich habe oben einen passenden Slot gefunden. Also den Baumstamm hat er mit deutlich mehr Eleganz getragen. Ja, lohnt sich auf jeden Fall, das Ding mitzunehmen. Ich würde es meinem Sohn zum Tragen geben. Ich muss uns ja beschützen und das Teil wirkt sehr schwer. Na gut, ich würde tatsächlich sagen, das reicht schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.